Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde! Zurück auf meinem Kanal. Oh yeah! Wir haben ja auf diesem Platz hier schon drei Videos gemacht, wie mit Unboxings auf verschiedenen Tagen verteilt. Und ja, ein Ding habe ich noch, was ich auspacken möchte, oder besser gesagt zwei Sachen, die ich auspacken möchte mit euch, auch nochmal figurenmäßig. Eins ist eine Figur, eins ist eine Collector's Edition. Die möchte ich mit euch auspacken natürlich. Ich hoffe, es gefällt euch auch wie die anderen Teile. Wer die anderen Teile noch nicht gesehen hat, im letzten Part haben wir Dragon Ball Figuren ausgepackt, im vorletzten Part haben wir Nintendo Sachen ausgepackt und ganz Anfang am ersten Part haben wir Sachen auch von der Gamescom ausgepackt und die euch vorgestellt. Die habe ich euch dann hier so zack gezeigt. So, das werden wir jetzt heute auch machen. Mit zwei Sachen, einmal was Kleines, einmal was Riesiges. Von daher fangen wir einfach direkt an, denn lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen die Figuren sehen und deswegen bin ich auch hier. Ja, und nichts anderes. Hier haben wir ja, ein bisschen was Cooles auf jeden Fall. Auf jeden Fall DHL hat das gebracht. Oh, das hört sich leicht kaputt an. So. Und da kommt schon die Figur, die natürlich wieder richtig verklebt ist. Und zwar dreht es sich wieder um Assassin's Creed, denn wir haben ja schon ein paar Figuren ausgepackt. Das waren Figuren von der Gamescom. Und es gab ein paar Figuren, die gibt es online. Die habe ich später dann so gefunden, die ich mir gedacht habe, wäre nice, wenn die auch hat. Denn es waren schöne Figuren, die man so nicht mehr kriegt, sondern nur noch über eBay. Oh, der Karton sieht leicht zerdellt aus. Assassin's Creed. Es ist eine legendäre Assassine. Der gibt schon lange nicht mehr. Einer der von den ersten Teilen und zwar Altair. Altair habe ich mir gegönnt. War auch nicht wirklich unbedingt teuer. Bin gespannt, ob der heil ist in der Karton. Hat doch ein bisschen was abgekommen. Ja, das ist halt China-Ware. Da wird nicht sauber umgegangen damit. Da wird nur transportiert. Der Rest ist scheißegal. So, Altair. Wie gewohnt. Hinten dazu sind das von Assassin's Creed Figuren ja. Gewohnt, Ubisoft. Macht es doch ganz praktisch gut hier. Große, so in der Größe, die Figuren sind richtig geil. Ich liebe solche Figuren. Groß, drumherum. Nicht jetzt so Figur ohne nichts oder halt nur Klamotten, sondern so, mit Gebäuden oder so. Voll geil. Tschüss. Und ich muss nichts aufbauen. Das ist mein Wunder. Und da haben wir diesen schönen Batzen. Diesen schönen Altair, der auf einer Kirchenglocke hängt. Oder steht und runterschaut und einen Todessprung wahrscheinlich ausführen möchte. Oh ja, Alter, ja, guck mal in die Kamera, guck mal. Ich find die Figur geil. Glocke, da ist sogar nichts drin, voll die Verarsche. Wenn es noch bimmeln würde, wäre doch geil. Ja, das war die erste Figur. Erste Figur. Das zweite. Hallo, Freunde, ich bin wieder da. Ist ein bisschen was Größeres. Ich kann euch mal das Paket zeigen. Oh, ja, das passt nicht mehr in die Cam, weil es so groß ist. Das ist eine kleine Collector's Edition. Nennen wir sie klein. Ich habe nur mal kurz auf. Der Kollege hat aufgemacht, mal gucken, welche Edition das ist, weil er sich eine für Xbox geholt und auch die PlayStation für mich mitbestellt. Man musste wissen, welche Edition welche ist. Und ja, das ist jetzt die PlayStation 4 Version. Und zwar. Oh. Puh. Pack mal die Folie weg, das ist glaube ich besser. Weiß nicht, ob ihr es schon erkennt. Ich sehe nichts, das Paket ist so riesig. So. Warum? Kennt ihr es? Erkennt ihr es? Hier. Und zwar Assassin's Creed Origins. Genau, das aktuellste Assassin's Creed ist es, die Collector's Edition von Ubisoft direkt bestellt. Da verbirgt sich die Figur, die gucken wir gleich an, denn da geht es ja noch weiter. Da geht es ja noch weiter, wir gucken erstmal, was da noch alles drin ist. So, ganz viel Styropor, das ihr auch noch seht hier. So viel Styropor, Schutz natürlich, dass in der Box hier nichts viel passiert. Denn da unten, am Ende des Kartons, kann ich mal zeigen, da ist der Rest. So sieht das Ganze aus, Assassin's Creed Origins. Da haben wir einmal das schöne Steelbook. Hat irgendwas. Ist cool. Muss ich, glaube ich, mal aufmachen, oder? Freunde, da muss man doch gleich mal gucken. Schönes Steelbook ist immer was Tolles. Also ein schönes Steelbook, es hat coole Farben. Das sonst die anderen Assassin's Creed Steelbooks. Ja, ich habe viele Collectors, also was die Collectors Limited Edition so geholt, mit Steelbooks. Aber ich glaube, das hier ist von den Farben her. Was ist denn hier? Assassin's Creed Regions. Von den Farben her richtig geil. Und auch hier. Wow. 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 Gefällt mir. Schönes Steelbook. Gönne ich mir. Dann haben wir einmal den Soundtrack hier drin. In der Collector's Edition. Soundtrack.
Einmal. Dann haben wir einmal, ich glaube, die Karte. Die Map. Die Map, oh ja. Oh ja. Oh ja. Wuhu. Das ist die Weltkarte, so wie das aussieht. Hä? Auch richtig schön. Richtig schön. Da bin ich drauf gespannt. Da bin ich echt drauf gespannt, wie das sich... So, auf der linken Seite haben wir hier das Spiel. Die Gold Edition, da ist der Season Pass mit dabei. Also ist alles, was man braucht, mit vorhanden. Dann habe ich hier einen Lernkarton. Okay, nichts. Und dann haben wir das gute große Stück. So, das werden wir jetzt natürlich aufmachen. Oh, oh, oh. Seht ihr das? Das ist nur eine kleine Figur. Nur so klitzeklein. Okay. Guck mal die Figur raus. Der Karton ist viel zu schade. Ist da unten was drin? Da ist auch noch was drin. Da ist auch noch was. Da ist auch noch was drin. Und drunter ist noch ein Fächlein. Dann bevor wir zur Figur gehen, haben wir hier einmal Hieroglyphen. Goll. Und einmal ein Artbook. Stimmt, das hat ein bisschen gefehlt. Artbook. Woodbook, Artbook. Ja, wie ihr seht. Ich will jetzt nicht alles komplett angucken hier. Das gönne ich mir separat wieder. Artbooks sind auch schön. Schöne Sammlersachen. Sammlerwert. So, dann haben wir hier den guten alten Krieger. Unserer neuen Generation. Und ja, das wird jetzt ein Spaßding zusammenzubauen. Schere, ich greife dich hier. So, zwei, ist hier oben auch noch eins, natürlich. Oh, dann fliegt die Figur fast weg. So, wir haben einmal eine Adler, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Gibt es auch einen Namen schon dafür. Dann haben wir einmal Pfeile. Dann haben wir einmal den Bogen. Einmal hier noch ein Talisman. Und einmal himself. So, den Adler kommt, glaube ich, so wie ich es gesehen habe, hier drauf. Oh, cool. Passt schon. Muss passen. Der Bogen sollte anscheinend hier so gespannt werden. Jetzt hat die Frage, wie baut man den kleinen Kerl auf? Ich habe den Adler im Gesicht. Seht ihr das? Den Adler. Das liegt man eigentlich nur davor anscheinend. Das ist so ein Geierkopf. Ein Geierkopf. Wie wird das da zusammengebaut? Das muss ich jetzt gucken. Bogen kommt natürlich in die Finger. In die Finger. Finger ab. Dann kommen die Pfeile rein, denn er ist ein kleiner Bogenschütze, der neue Mann. Das werden wir natürlich auch noch let's playen, da voll Bock drauf. So, dann sollte das nur reingehen, das wäre das erste. Ja, ich baue das jetzt zusammen, wir sehen es gleich einfach hier nochmal. Freunde, zurück hier. Ihr habt jetzt gesehen, wie das Ganze aussehen kann. Voll geile Collectors Edition. Freue mich voll. War richtig nice, dass ich mir die geholt habe. Nochmal eine Figur mehr. Das ist, glaube ich, die größte, die ich jetzt habe. Von der Version gibt es ja nochmal eine ganz, ganz große Menschengröße. 2,20 Meter, 6.000 Euro wert. Alter Vater, wer die hat. Günstig, richtig. Die gibt es nur, glaube ich, viermal auf der Welt. Ja, aber die ist auch richtig nice. Da gibt es ja noch eine kleinere Version. Die hole ich mir auch noch irgendwann. Von daher finde ich cool. Ich hoffe, euch hat das gefallen, was ich euch ausgepackt habe. Habt ihr so einen kleinen Einblick, was für Figuren ich so hier euch präsentieren möchte, was so auf euch zukommen könnte, wenn ich mal wieder Unboxings mache. Die werden auf jeden Fall vermehrt wieder stattfinden. Mal sammle ich kleinere Sachen und pack dann auf. Ich mache jetzt nicht eins in einem Video, wenn es so ein kleines ist. Ich warte noch auf 2, 3, 4 Figuren und dann packe ich es aus. Ja, und so wird das so weiterlaufen. Let's Plays, gewöhnlich geht es weiter und natürlich jetzt vermehrt dann auch auf Streaming, auf Twitch Streams, ja. Will ich auch vermehrt wieder eingehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen, Kommentar da. Schreibt mir, wie euch die Collectors Edition gefallen hat, wer sie sich auch gegönnt hat. Und wie ihr das Spiel natürlich findet. Das natürlich auch. Dann sehen wir uns einfach wieder im nächsten Projekt, beim nächsten Video. Egal wo, hier, wann, wie, selbst wann. Lasst einen Daumen da und abonniert diesen Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.